As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir sind mittlerweile in der 5. Folge des Durchgenudels zu Mark of the Ninja. Wir sind dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Für euch ist es nur ein Klick, für mich liegen ein paar Tage dazwischen. Und ich bin gespannt, ob ich die Steuerung noch drauf habe. Glücklicherweise habe ich ja oben rechts eine kleine Hilfe. Eine kurze Klarstellung noch, bevor wir hier loslegen. Ich hatte mich damals ziemlich ausgelassen zu der Sache mit dem Transformator. Da unterlag ich natürlich einem Missverständnis. Jedem wachen Auge mag dies aufgefallen sein. Ich war offenbar übermüdet oder dergleichen. Mir ist es nicht aufgefallen. Nichtsdestotrotz wollen wir uns, hoppala, naja, geschicktermaßen schon mal weiter voranschreiten. Uns des Weges machen. So, wie war das? Ah ja, genau. Also hier haben wir einen Gegner. Ich nehme an, da ist die Katze. Das wird wohl ein Achievement sein. Wir gucken uns aber sicherheitshalber, denn wir haben dazu gelernt, erstmal hier hinten um. Nicht, dass uns einer noch in den Rücken fällt. Ja, rein mit dir. Da kommt nämlich schon einer. Das sieht ja interessant aus. Es scheinen Schilder zu sein. Und da haben wir auch einen. Okay. Der scheint hier nur oben unterwegs zu sein. Und ich erinnere mich tatsächlich, die Lampen nicht zu vergessen. Denn wir wissen, 20 Lampen müssen wir zerstören. Das sind eigenartige Ninjas, die darauf Wert legen. Aber ich möchte mal nicht so sein. So, da haben wir dann auch schon eine Lampe. Jetzt hoffe ich, dass der uns hier nicht bemerkt. Der bemerkt uns nicht. Wunderbar. Oh, fuck. Ich dachte, ich schaffe es noch, hinter die Vase zu kommen. Bedauerlicherweise hat das nicht geklappt. Aber wir sind ja noch nicht beim Tor. Da ist es jetzt nicht so tragisch. Ich unterschätze immer wieder den Ninja hier. Der ist nicht gerade schnell zu Fuß. Der ist nicht gerade schnell unterwegs. So, verstecken kann ich den offensichtlich nicht. Oder kann ich den da hinten hinter die Vase irgendwie verstecken? Geht das? Oder ihn da reinstopfen? Nein, das geht nicht. Gut, dann machen wir die Tür wieder zu. Ich würde mir echt wünschen, dass er ein bisschen schneller laufen kann. Es ist schon... Er ist schon recht träge, das muss man mal sagen. Da stelle ich mir gerade die Frage, ob ich jetzt da drunter oder davor stehe. Weil optisch... Oh, verdammt, ich habe mich verdrückt. Das glaube ich jetzt nicht, ich stehe tatsächlich davor. Ich dachte, ich stehe da drunter. Oh, Leute. So, hier machen wir gleich das Licht aus. Das läuft wieder hervorragend. Das läuft wieder hervorragend. Der links, das war ja ungeschickt. Muss ich zugeben. Ich hätte gedacht, ich schaffe es noch hinter die Vase. Oh, kriege ich ihn nicht runter? Nein, offensichtlich nicht. Lass mich raten, ich kann ihn hier reinfallen lassen. Ja. Und mich auch? Nein. Oh, der hat wieder hier seine große Leuchte. Das ist doch ein Witz gewesen. Ich dachte, ich stehe hier drunter. Wozu ist denn hier bitte schön dieses Ventil? Also, das kann ja nicht euer Ernst sein. Das glaube ich ja gerade nicht. So, den lenken wir jetzt ab.
und dann schnappen wir ihn uns. Einmal drüber hinweg. Und dann von hinten genommen. So einfach ist das. Jetzt schaffe ich es, siehst. Jetzt schaffe ich es, ihm an der Treppe vorbeizuziehen. So. Wir wissen Bescheid. Die Lampe. Oh, den habe ich nicht gesehen. Und ich habe mir gerade noch gedacht, ich schaue vorher erstmal nach, ob da jemand ist. Habe aber nicht nach oben geschaut. Ja, ich bin möglicherweise doch etwas mehr aus der Übung, als ich einnahm. Muss mich erstmal wieder hier reinfinden. Ich glaube, der sieht mich. Ach nein, das ist ein Scheinwerfer, der bewegt sich, okay. Ich dachte jetzt schon, das wäre ein konstantes Licht. Oh, oh, oh. Ja, Leute, ich hatte ja gemeint, ich würde es mal gerne mit dem Gamepad probieren. Leider steht mir heute keines zur Verfügung. Vielleicht beim nächsten Mal. So, und den schnappe ich mir jetzt. Ah, oh, natürlich in die falsche Richtung. Komm, schnell. Weiß ich nicht. Aber wenn ich geschickt bin, dann kriege ich den auch gleich. Hey, jeder Anschlag, den ich hier gerade verübt, der wird halt entdeckt. Ich stelle mich gerade so ungeschickt an. Was ist denn los mit mir? Aber immerhin, wir sind nicht gestorben. Aber den möchte ich doch jetzt hier schon leise killen. Ah je, oh je. Aber wir sind noch nicht beim Turm. So, entschuldigt, wenn das jetzt ein Weilchen dauert, aber ich möchte doch gerne die Punkte diesmal vollständig erreichen. So, hier der nächste. Ja, rein. Ah, wunderbar, wunderbar. So, das sieht mir jetzt auch schon ein bisschen nach einem eher heruntergekommeneren Viertel aus. Na, sieht man an den Hintergründen. Die unzähligen Klimalüfter, Klimaanlagen oder wie die heißen. So ein Vorort zur großen Stadt da hinten. Dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Na, du sollst da hoch. Oh, Junge. Doch gehen wir erstmal den Weg hier entlang. Da ist niemand mehr. Das ist schön. Nein, ich möchte meine Sinne nutzen. Da drin scheint auch niemand zu sein. Und da scheint auch niemand zu sein. Das ist doch sehr angenehm. Gucken wir mal sie an, ne? Sie an, habe ich mir doch gedacht. Ich hätte jetzt erwartet, dass es sich doch noch kurz umdreht. Und den schnappen wir uns. Ja, du hast dich leider für die falsche Seite entschieden. Da haben wir auch ein Ventil und sogar ein Achievement. Nein, ich möchte. Kann ich den jetzt nicht? Kann ich das nicht auswählen? Doch. Ja. Genau. Okay. Wunderbar. Wir hinterlassen keine Spuren.
und haben offenbar die Möglichkeit, nach unten, nach oben zu gehen. Wir wählen natürlich den Weg über die Dächer. Allein schon, weil wir es können. Okay. Da ist niemand. Möglicherweise kommen wir dann noch höher. Oh, ich habe den Eindruck, wir nähern uns dem Turm. Schauen wir doch mal kurz auf die Karte. Ja, da ist er. Jetzt kommt es darauf an, nicht entdeckt zu werden. Das hier hätte ich öfters benutzen sollen. Das ist doch recht hilfreich. Hier scheint nichts. Pardon. Hier scheint nichts mehr zu sein. Das ist wohl nur eine Dekoration. Und dann gehen wir doch mal hier hoch. Da ist offenbar auch nichts mehr. Oh! Meine Güte, was erschrecke ich mich denn so? Oh! Die schon wieder. Bist du sicher, dass du da stehen bleiben willst? Ich hätte doch den hegen Wunsch, dass sie sich ankündigt. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der geht, wann er sich umdreht. Ich will es nicht riskieren. Et voilà. Scheint auch nur einer zu sein. Was haben wir denn hier? A man in black rags was spotted on the ground. Oh, ich wurde jetzt aber nicht entdeckt. Nein. So, dann holen wir uns den hier sicherheitshalber. Wenn wir schon die ausgezeichnete Position dafür innehaben. Und runter. Und zack. So. Du gehst. Oh. Kann ich hier irgendwo rein oder so? Nein. Oh, mir kam gerade der Gedanke, dass es durchaus möglich wäre, dass ich zu tief falle und dabei umkomme. Der Gedanke kam mir gerade recht spät. Da bin ich doch froh, dass das nicht möglich ist. Oder nicht möglich zu sein scheint. So. Und wieder das gleiche Spiel noch einmal. Möglicherweise kommen wir jetzt hier. Genau, das ist der gleiche Weg wie vorhin. Nein, 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 nein. Na gut, dann läufst du eben. Wie habe ich das denn damals gemacht, dass er die Wand hochgerannt ist? Okay, über C. So, wir wollen natürlich unsere Punkte haben. 8 von 20. Wie viele wir wohl schon übersehen haben. Oder ich vielmehr. Ne? Man muss hier ja den Tatsachen ins Auge blicken. Da haben wir Raben. Hätte ich da hinten hoch können, hochgehen können? Okay, okay, ich dachte, ich könnte sie aufscheuchen. Aber das ist doch brutaler, als ich annahm. Deutlich brutaler. Okay. Master accepts. Any student with the wit to uncover him. Das ist doch mal ein cooler Master. So, ich nehme an, da unten wird nichts weiter sein. Diese Säule hier, denke ich, verdeutlicht das deutlich genug. Ich hoffe, dass ich richtig deute. So, links oder rechts? Links oder rechts? Ich denke, ich gehe nach rechts. Da habe ich einfach schon meinen Checkpoint, wie ich es gerade sehe. Och man.
Natürlich. So, jetzt aber. Okay. Dann halt links. Ich möchte doch gerne wissen, was noch hier ist. Nichts. Aha. Wunderbar. Okay. Checkpoint. Hier oben wird wohl nichts mehr sein. Okay. Und wir gehen rein. Und du bist auch schon da. Eine Spitze aus Glas und Stahl, 15. Stock. But we can sail right over them. Meet me on the roof. Klettern Sie auf den Wolkenkratzer, ohne dabei entdeckt zu werden. Hinfortsegeln. Ob wir wohl auch fliegen können? Mit so einem Wingsuit? Das wäre ja sehr cool. War ich das gerade? Da hat doch was geknarzt und gekräht. Da ist einer. 15. Stock. Ja, wir hören ihn ja auch. Okay, verstehe. Ich nehme an, ich kann hier jetzt hin und her, genau. Das ist interessant mit dem Strom, finde ich. Sehr cool gerade. Finde ich gerade sehr cool. Da muss man doch stark darauf achten, was die hier über Funk sprechen, ne? Also jetzt wird das auch nicht mehr nur Story-Hintergrund sein, sondern relevant. Da möchte ich doch hoffen, dass das aufrechterhalten wird. Da hinten scheint noch einer zu sein. Und jetzt bekommt natürlich das Vernichten der Lampen. Ja, okay. Dich kann ich da liegen lassen. Gleich deutlich mehr Sinn. Ich frage mich, ob die irgendwie feststellen können, dass diese Lampen jetzt kaputt sind, wenn die schon immer den Strom an- und ausmachen. Offenbar nicht. Ja, ich hatte mich nämlich schon vorhin gefragt. Sage mal, warum ein Ninja so viel Wert darauf legen sollte, Lampen kaputt zu machen? Er sollte doch keine Spuren hinterlassen. Und das sind doch offensichtlich Spuren, die man da hinterlässt. So, da haben wir schon dich. Der hat eine kurze Wegstrecke, die er zurücklegt. Ah ja, okay. Ich möchte nicht gesehen werden. Ich meine, der ist vorhin an der Pflanze vorbeigegangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann nachher noch Kameras hinzukommen. Das dann in Kombination mit so Lampen, Strom an, Strom aus, wird bestimmt interessant. So, jetzt schnapp ich dich mir. Bevor du die Tür öffnest. Naja gut. Jetzt ist er doch durchgerutscht. Oh. Jetzt schauen wir einmal hier durch.
Wir müssen nach oben, also wohl kaum nach unten. Ich frage mich gerade, ob wenn ich die darunter werfe, sie dadurch verstecke. Okay. Da geht's offensichtlich nicht weiter. Anscheinend kann ich die nicht verstecken. Ups, das war die falsche Maustaste. Da sind wir wieder im Schacht. Und die erste Etage wäre erfolgreich gemeistert. Okay, der geht nicht sehr weit. Da scheint eine Tür zu sein. Ich höre ihn. Turning the power for 16 back on. Wunderbar. Eines kommt mir gerade in den Sinn, ob ich die nicht eventuell nach oben verfrachten kann. Ob das nicht geht. Nein, das geht offenbar nicht. Gut. Dann schließe ich hier... Ach man, du stellst dich gerade ein bisschen dämlich an. Nee. Da lasse ich mir jetzt nicht drauf ein, auf dieses Spielchen. Könnt mir vorstellen, dass da noch einer steht. Okay. Und da ist auch noch einer. Verstehe. Der hat mich vorher aber nicht gesehen, als ich da vorhin rausgegangen bin. Dann würde ich die Lampe hier hinten zerstören. Dann dreht er sich hoffentlich um. Genau. Wunderbar, das hat ja sogar geklappt. Ich bin überrascht, dass bei mir, Zappalot, ja auch ein blindes Huhn findet ein Korn. Dann haben wir diesen Aussichtspunkt, da ist offenbar nichts. Und einfach weil es cool ist, machen wir es im Sprung. Wunderbar. Vier Lampen noch. Da scheint nichts zu sein. Vielleicht hier unten. Nein. Dann schließen wir die Tür. Es soll ja nicht kalt werden. Und wir kommen da hoch. Und hier in diese... Auf die linke Seite können wir auch. Dann gucken wir mal. Oh oh. Das war knapp. Da oben scheint nichts zu sein. Da hinten auch nicht. Das war aber gerade ziemlich mies. Ich kann offenbar nicht durch zwei Türen hindurch hören. Dann müssen wir warten, bis er kommt. Ah, da kommt er ja. Ich kann doch durch zwei Türen hören. Moment, öffnet er die? Hat er den geöffnet? Nein. Das Öffnen der Tür macht zum Glück keinen Lärm. Jetzt hoffe ich, dass ich ihn kriege. Und ich kriege ihn. Wunderbar. Und gleich noch die Lampen. Ach, da können wir ihn verstecken. Nein. Nicht möchte ich. Das läuft ja deutlich besser als am Anfang. Deutlich besser.
Vielleicht war ich tatsächlich nur außer Übung. Hier hinten war, glaube ich, auch noch einer. Den haben wir schon da versteckt. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Oh, das macht echt viel Lärm. Das macht richtig viel Lärm. Du bist fast da. So auch das Reparaturteam. Und wir wurden noch nicht entdeckt. Und wir haben das zweite Siegel. Ja, wunderbar. So. Da ist auch schon der nächste Checkpoint. Das trifft sich hervorragend. Denn hier werde ich einen Cut machen. Die ungefähre halbe Stunde an Spaß und Vergnügen ist um. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Game Inc. durchgenudelt Mark of the Ninja. Bis dann.